Eine Licht gewordene Wunde. Das ist Kunst. Ein Künstler muss bereit sein, alles zu opfern. Selbst das Leben. Gut 2 Wochen nach dem Mord an einem jungen amerikanischen Paar. Der Vermieter hat sie letzten Mittwochabend in der Wohnung entdeckt. Ihre Unterarme waren am Ellenbogen abgetrennt. Die Körper waren blutleer, vollständig. Sie sind Privatmann, unabhängig davon, dass sie den Opfern sehr nahe stehen. Es gibt Hinweise darauf, dass dies schon der dritte in einer Reihe von Rätseln ist. Das Paar, das in Madrid ermordet wurde. Bestehen zu dem Fall hier Ähnlichkeiten? Ein spanischer Reporter hat eine Postkarte bekommen, ja. Den dortigen Opfern hat man ihre Lippen abgeschnitten. Die wurde an das Büro von CNN geschickt. Der Kreis hat sich geschlossen. Was bedeutet diese Aufbahrung? Verrückte sind oftmals besessen von Jugend und Schönheit. Aber nicht alle verstümmeln ihre Opfer. Die haben mir das eigentlich verboten. Ich blick nicht ganz, was hier los ist. Sag mir, was du siehst. Die Zweifel des heiligen Thomas. Der Apostel glaubt nicht recht an die Auferstehung Jesu. Bei einer Tageszeitung in Paris ist heute Morgen wieder eine Postkarte eingetroffen. Das gleiche in Hamburg und in Budapest. Was stand da drauf? Jetzt sind wir neu geboren. Es lagen 8 Tage zwischen den ersten Morden. Die in München waren allerdings 16 Tage nach denen in London. Es gibt vielleicht noch unentdeckte Opfer irgendwo anders. Es ist jetzt bestätigt, dass wir nicht nur einen Täter suchen, sondern dass es 2 sind. Ihnen fehlt noch der Schluss. Sie hatten noch genau 4 Tage, um einen Mord zu verhindern. Wir sorgen dafür, dass das alle erfahren. Und vor allem auch, warum. Ich weiß, dass Sie damit umgehen können. Nur Sie können entscheiden, ob Sie es müssen. Die Sünden des Vaters interessieren keinen. Polizei! Die Hände so, dass ich sie sehen kann!